Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog. Wir starten unseren Montag hier wie jeden Montagmorgen. Also wir haben es jetzt, ich weiß nicht, schon kurz nach 8 oder so. Mila geht heute in die Kita, ist schon fertig angezogen. Guten Morgen. Da guckst du, ne? Das bist du? Ja. Und jetzt wird hier noch ein bisschen gespielt. Und ich kann mich dann gleich nochmal eben fertig anziehen. Aber dann kann sie hier ein bisschen spielen. Da habe ich sie ein bisschen besser im Blick, als wenn sie da im Wohnzimmer alles auseinander nimmt. Deswegen sind jetzt hier ein paar Spielsachen. Der Ball, die Püppi, ihre ganzen Holzklötze. Okay. Ja, kannst du einen Turm bauen. Oder auch nicht. Oh. Ist das deine Püppi? Oh, die lange blonde Haare. Guck mal. Wow. Ganz vorsichtig, nicht in die Augen drücken. Hm? Wollen wir alle Gruppenschmusen machen? Mit der Püppi zusammen? Oh, Gruppenknuddel. Ja? Oh. Oder gehst du mit deiner Püppi jetzt wieder weg? Weißt auch noch nicht so richtig? Oh. Hier kommt noch ganz viel mehr drin. Hier ist noch der Elefant, der Löwe, der Zebra ist da auch noch drin, Leute. Na. So, guck mal, ist doch das Zebra. Kannst du ihm einen Turm bauen und Mama macht sich fertig. Wir fahren jetzt los. Mila hat noch gerade dem Papa Tschüss gesagt. Der hat nämlich heute Spätschicht. Dann sehen die sich nachher gar nicht mehr. Und ja, wir düsen jetzt los. Ich bin wieder zu Hause und ich muss mich jetzt ein bisschen sputen. Ich habe nämlich in einer guten halben Stunde meinen Termin bei Eski zur Nachbehandlung. Also meine Nachbehandlung von dem Microblading, also von meinen Augenbrauen. Und ich will noch eben Kaffee trinken, ein bisschen Müsli essen. Und ja, ich habe in der Zwischenzeit einfach noch viel zu viel zu tun gehabt. Ich war mit Bruno draußen, ich musste das Wohnzimmer wischen, weil Bruno sich in der Nacht da irgendwie übergeben hatte. Und nicht an einem Fleck, sondern irgendwie an fünf. Also war nicht so toll. Dann habe ich noch seine Sachen jetzt in die Waschmaschine geschmissen. Und ja, Milas Zimmer aufräumen und alles andere muss ich nachher machen, weil jetzt ist erstmal Frühstück dran. Kaffee habe ich, Naturjoghurt habe ich und dann kommt da jetzt das selbstgemachte Granola rein. Ich habe auch schon eine Idee für mein nächstes Granola. Das wird dann ein bisschen weihnachtlicher. Kann man jetzt ja schon mal machen. Aber jetzt werde ich erstmal... Oh, ist das Glas schwer. Moment, so. Ja, jetzt werde ich erstmal das essen und es riecht so gut. So. Noch ein bisschen... Ach, was soll der Geiz. Und ich habe auch noch getrocknete Bananenchips. Das macht sich bestimmt eigentlich auch gut. Mag ich ja auch gern. Na, mal gucken. Man kann ja jedes Mal neu ausprobieren. Okay, mit einer Hand ist schlecht. So, haben wir. Das kommt wieder dahin. Und dann werde ich jetzt lecker frühstücken und dann melde ich mich wahrscheinlich gleich zurück, wenn ich bei Eski bin. Und ja, dann nehme ich euch natürlich wieder mit, wenn sie mir die Augenbrauen macht. Ich bin jetzt bei Eski und ja, wir legen jetzt gleich los. Und das Licht ist gerade so wunderbar, weil sie hier, wie sagt man, so eine Softbox, ne? Da. Ja. Also von daher, ja, kann sie gleich gut arbeiten und ich kann wunderbar filmen für euch. Also ich nehme euch natürlich jetzt nochmal mit, habe ich ja gesagt. Und ich bin gespannt, wie es dann gleich aussieht. Aber ich bin ja nach wie vor sehr, sehr zufrieden. Ja, ein richtig schön natürliches Ergebnis. Und ihre Facebook-Seite und Instagram-Seite verlinke ich euch natürlich nochmal in der Infobox. Und dann könnt ihr auf jeden Fall mal bei ihr vorbeischauen und sie auch fragen, wie weit sie fährt. Weil ganz viele immer fragen, fährt sie auch bis so und so? Aber das weiß ich natürlich nicht, weil ich habe ja gesagt, Eski ist mobil. Deswegen schreibt ihr einfach mal, kontaktiert sie und sprecht mit ihr alles weitere ab. Es geht gleich los. Und es haben ganz viele immer gefragt, wie das dann ist bei der Nachbehandlung. Ich habe gerade auch nochmal gefragt. Also sie sticht jetzt genau über die Striche sozusagen, die sie vorher auch schon gemacht hat. Also es werden jetzt keine neuen Striche oder so gezogen, sondern sie geht jetzt genau über die Striche, die sie sozusagen beim letzten Mal gemacht hat.
Und von daher sollte es am Ende dann auch keinen Balken geben, wo viele so vor Angst haben. Oder was fragen viele immer noch? Die haben Angst vorm Verwischen oder irgendwas, aber du gehst genau über die Striche, die sie beim ersten Mal gemacht hat. Also, ja, und jetzt werden hier die Härchen rum weggezupft. Mhm. Oder wie sagt man beim Faden hier auch zupfen? Ja, auch zupfen. Ich wollte gerade sagen, das ist so eine richtige, was hatte ich letztes Mal gesagt, von Ernie und Bert. Bert hat diese richtig buschigen Augenbrauen. Ja. Ja, ist auch so fast meine Naturhaarfarbe. Kommt ganz gut hin. Meine Augenbrauen sind jetzt soweit fertig und ja, sie drehen noch ein bisschen meine Augen. Das ist jetzt die Farbe, die jetzt nochmal drauf gemacht wurde, damit das Ganze so richtig schön einzieht. Und dann wird das gleich abgewischt und dann bin ich soweit fertig. Was sie mir gerade noch erzählt hatte, in manchen Fällen braucht manche auch eine dritte Nachbehandlung. Also was heißt Nachbehandlung? Eine zweite. Also die Hauptbehandlung sozusagen, das ist die erste Nachbehandlung. Und manchmal wird noch eine zweite Nachbehandlung gemacht, die ist dann aber kostenlos. Also ich werde jetzt einfach mal sehen, wenn das abgeheilt ist, wie das dann aussieht, wenn das zu stark verblasst ist, weil meine Haut vielleicht eher fettig oder ölig ist, dann werde ich nochmal mit ihr Kontakt aufnehmen. Aber ich bin gespannt, weil ich war ja schon beim letzten Mal super zufrieden. Und ja, jetzt warten wir mal eben ab und dann gucken wir, wie es gleich aussieht. Danke dir. Bitteschön. Sehr, sehr gerne. Ich trage nochmal die Creme auf. Ich bin jetzt komplett fertig. Eske hat jetzt noch eine Vitamin E-Creme, ne? Genau. Eine Vitamin E-Creme aufgetragen für die bessere Wundheilung. Und für zu Hause haben ganz viele gefragt, habe ich einfach Vaseline dann bekommen. Und das ist so gut rückfettend, ne? Genau. Deswegen heilt das dann ganz gut ab. Ja. Krustet einfach dann nicht. Ja, sieht er. Also falls ihr auch sowas habt machen lassen, Vaseline. Das sieht wieder so schön aus. Also klar, es ist jetzt natürlich noch dunkel, aber es heilt ja wieder ab. Und oh Gott, ich mache die ganze Zeit so. Voll schön. Wobei ich das so dunkel auch noch nicht mal so schlecht finde. Es nee, ich hatte es ja sonst auch immer, wenn ich die nachgemalt habe, waren sie auch dunkler. Also wenn ich das jetzt auch so sehe, vor allem mein dunkler Haaransatz, ja. Ich finde es jetzt nicht, dass man denkt, oh Gott, krass. Nee. Ja, auf jeden Fall voll schön. Voll schön. Ja. Heute ist irgendwie so ein richtiger Montag. Irgendwie läuft alles nicht so, wie es laufen sollte. Beziehungsweise geht richtig viel schief. Also mit Bruno das heute Morgen, mit der Spuckerei. Also ich meine, wenn er sich übergeben muss, das kann man nicht beeinflussen. Da habe ich jetzt einfach ein Auge drauf. Dann habe ich an Milas Oberarm so eine Quaddel heute Morgen entdeckt. Da muss ich jetzt gleich nochmal drauf gucken. Deswegen hole ich sie auch früher ab. Sonst fahren wir gegebenenfalls nochmal zum Kinderarzt. Dann ist mir ein Mülleimer kaputt gegangen. Aus der Waschmaschine kam unten Wasser. Und oh, sowas stresst mich ja, wenn es nicht nach Plan läuft. Beziehungsweise ich die Sachen nicht schaffe, die ich schaffen will. Und das ist der Haushalt. Also ich habe jetzt geschafft zu saugen. Im Wohnzimmer habe ich Staub gewischt. Eigentlich wollte ich die Böden noch wischen. Da muss ich mal gucken, dass ich das nachher irgendwie schaffe, wenn Mila da ist. Küche und Badezimmer will ich gleich noch mal ganz kurz durchwischen. Und jetzt räume ich hier gerade noch mal eben den Wickeltisch auf. Hier liegen nämlich noch ein paar Bauklötze. Ihre Trinkflasche ist hier noch. Und das Bett muss ich jetzt noch mal eben aufschütteln. Und dann muss ich fast schon wieder los sie abholen. Es ist alles ein bisschen knapp.
Was soll man machen? Ich glaube, so einen Montag kennt jeder oder auch andere Tage, die so sind. Aber bei uns ist es oft der Montag. Oder ich glaube, Montage sind einfach oft so, oder? Weil man Montag besonders viel schaffen will, was vom Wochenende liegen geblieben ist. Und ja, wie auch immer, ich mache mal eben weiter. Und dann sehen wir uns später wieder, wirklich, wenn Mila dann wahrscheinlich da ist, weil ich hole sie in einer halben Stunde ab. Mila hat eine richtige Sturmfrisur, aber ich habe auch gerade die Mütze abgezogen. Was hängen da alle? Ganz viele Jacken hängen da, ne? Wow, hast du eine Strubbelfrisur. Cool. Gerade die Schuhe ausgezogen und schon wieder in der Hand, wa? Mal gleich nochmal hier deinen Schal abmachen. Ja, Mila ist schon wieder auf und davon. Das ist dein Spiegelbild. Na, Mila, nicht die... Ah, Mila. Nicht die Schuhe essen. Kommst du her? Gibst du mir den Schuh? Ja, super. Ja, wer mir auf Instagram folgt, wird es schon gesehen haben. Gestern, also Sonntag, hatte sie auf einmal voll den Dreh raus. Also steht super viel alleine, stellt sich alleine hin, läuft ganz viele Schritte. Also sie läuft natürlich nicht nur, aber sie läuft wirklich schon einige streng. Ui. Das gibst du mal mir, das gehört nämlich hier vor die Kameralinse. Nicht? Wollen wir dir gleich mal Stoppersocken überziehen? Hausschuhe passen nämlich alle noch nicht. Ja, das wollen wir mal machen, ne? Dann kannst du gleich mal deinen Kumpel Bruno Hallo sagen. Der da hinten schon wieder in seinem Körbchen liegt. Mila ist gerade von hier bis da hinten gelaufen. Und oft ist sie einfach viel zu schnell. Und dann fällt sie da noch mal hin, aber... Sie macht das schon so toll. Und jetzt nach der Kita hat sie wieder ganz viel zu erzählen. Leider hat sie in der Kita nur irgendwie eine gute halbe Stunde geschlafen. Deswegen mal gucken, dann wird sie bestimmt noch mal heute Nachmittag ein bisschen hier schlafen. Mila? Nein, komm mal. Nee. Andere Richtung. Lass Bruno da mal alleine. Der braucht auch Ruhe, ne? Der krabbelt auch nicht in dein Bettchen. Und ich überlege jetzt gerade, was wir heute Nachmittag noch so machen können. Also es geht auf jeden Fall gleich raus. Also es geht bei uns bei Wind und Wetter raus. Und es regnet gerade so richtig schön. Aber was soll's. Dann kann ich gleich auch nochmal die Gelegenheit nutzen, euch was zu dem Fußsack für den Bonavie-Kinderwagen zu zeigen. Und auch bei dieser XL Shopping Bag. Ich hatte einen Instagram-Post gestern gemacht. Und da hat auch jemand gefragt, wie man diese Shopping Bag da anbringt. Und ich musste mit meiner Mama das erste Mal auch ein bisschen gucken. Und deswegen zeige ich euch das einfach, weil man kann es wirklich sehr doof beschreiben. Und ja, zu den Fußsack kamen nämlich auch noch ein paar Fragen. Und von daher finde ich es immer einfacher, mal kurz zu zeigen, als es einfach nur zu erzählen. Das machen wir gleich noch. Und vielleicht fahren wir dann einfach mal bei meiner Mama spontan vorbei. Ja, auf jeden Fall irgendwas Entspanntes, Gemütliches zu Hause und nicht draußen bei dem Regenwetter. Zuckerpuppe, kommst du mit? Mit ihrer süßen Öhrchenmütze. Das ist die, die ich letztens bei Taco übrigens geholt habe. Die Püppi muss wohl mit, wa? Oder kannst du dich von ihr trennen? Hm? Kommst du mit? Mein Schatz? Die ist hier eben geflitzt, von der Küche zum Badezimmer. Ja, das ist die falsche Richtung, Mila. Hier, komm, in die Richtung. Gut, ich melde mich, wenn wir unten im Kinderwagen sitzen, wollte ich gerne sagen. Ja, wir werden da nicht sitzen, aber Mila wird unten im Kinderwagen sitzen. Ja, und dann melden wir uns gleich zurück und dann zeige ich euch eben die Sachen. Das ist witzig, ne? Mila sitzt im Kinderwagen und halt ja auch schon im Fußsack, weil den lasse ich ja natürlich drin. Das Innenmaterial ist kuscheliges Vlies, weil da ganz viele gefragt hatten. Und unten hier, wo dann die Füße später sind, ist das Material anders, also ein bisschen unempfindlicher. Also falls dann da die schmutzigen Winterstiefel sind, ja wie gesagt unempfindlicher.
Und ansonsten kann man das Ganze halt auch umklappen und halt mit Druckknöpfen befestigen. Hier kann man den Gummizug fester stellen, genauso wie hier am Kopf. Das hatten auch einige gefragt. Und ja, jetzt machen wir mal eben hier ein bisschen zu. Was mit einer Hand wahrscheinlich wieder nicht so gut geht. Nee, Moment. Meistens klappe ich das jetzt hier ein bisschen zurück, dass auf jeden Fall die Füße und so warm eingepackt sind. Aber obenrum hat sie jetzt ja noch die dünne Jacke zumindest an. Und jetzt kommen wir eben zu der Shoppingtasche hier. Und zwar kommen die mit dieser Halterung hier. Ja, danke für den Schnüller. Wir müssen mal eben ins Licht weiterfahren, dann sieht man das auch besser. Also ihr habt diese Halterung, wo ihr diese Tasche mit ebenfalls dieser Halterung einfach nur hier reinhängen könnt. Und dann hängt die hier halt an der Seite, hier oben mit Magnetverschluss und bietet richtig viel Platz. Also da passt richtig viel rein. Und jetzt hatten einige gefragt, wie man diese Halterung anbringt. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen schwierig, weil sie schon drin sitzt. Hier könnt ihr den Halterung ja hochmachen. Also da, wo der Adapter zum Beispiel für Maxi-Cosi draufkommt. Und dann stülpt ihr diese Halterung da einfach nur drüber. Also ihr seht es ja, glaube ich, ne? Also einfach über diese Halterung rüber machen. Und ja, und darauf kommt dann einfach der Kinderwagenaufsatz. Und dann kommt ihr einfach die Tasche da rein. Und jetzt werden wir eine Runde drehen. Regenverdecke habe ich auch mit dabei. Aber ich hoffe, dass es nur ein bisschen nieselt. Dann geht es auch so. Wir sind gerade rein vom Spaziergang und ich will nur mal eben schnell die Wickeltasche packen. Und dann fahren wir direkt weiter. Und Mila hat sich direkt zu ihrer Püppi gelegt. Der letzte. Die nehmen wir mit zu Oma, ne? Ja, ich will mal eben die Wickeltasche packen. Und ich habe gedacht, ich nehme jetzt mal die Bonavie-Wickeltasche. Da kamen nämlich auch einige Fragen. Also von der Größe her sieht sie sehr gut aus. Die hat sogar so richtige Füße. Und die Karabinerhaken sind wahrscheinlich dafür da, dass man sie auch an den Kinderwagen machen kann. Wobei hier sind ja auch welche. Wofür die hier jetzt sind, weiß ich nicht. Ich habe mich da jetzt auch noch nicht so dolle mit der Tasche befasst. Auf jeden Fall bietet die, glaube ich, auch ordentlich Stauraum. Ich hoffe, man kann es so erkennen. Ich habe mal alles rausgeräumt, was drin war. Da hat man hier so eine kleine Tasche, den großen Tragebügel. Dann, das ist diese Wickelunterlagen und nochmal so ein kleines Täschchen. Ach, das kann man, glaube ich, hier an diese kleinen Karabinerhaken machen. Gut, das nehme ich mal alles nicht mit. Doch, die Wickelunterlage nehme ich mit. Aber das brauchen wir alles nicht. Dann packen wir nur mal eben das ein, was wir jetzt brauchen. Wickeltasche ist gepackt, Feuchttücher, Windeln, ein Lätzchen trinken, dann für Nachmittagssnack ein Fruchtriegel. Die von Baby Dream sind wirklich zu empfehlen. Ja, Mila ist müde, die wird vielleicht gleich im Auto schlafen. Dann den Quetschchen hat sie gerade gesehen und deswegen wurde sie quakig, weil sie den nicht haben durfte. Dann Wechselkleidung und was ich echt toll finde, die hat richtig viele Seitenfächer. Hier, da, auf der anderen Seite, dann hier vorne sogar fürs Handy. Nee, das war gar nicht hier, wo war denn das noch? Schatz, sie geht gleich los. Hier habt ihr nochmal Außenfächer. Also die bietet echt einiges an Stauraum. Ich packe da jetzt eben schnell die Püppi ein und dann geht's los, weil die kleine Mausi ist echt müde und dann kann sie gleich im Auto schlafen. Ne? Mama, pack die Püppi ein. Oder willst du die halten? Gut, dann nimm du die in den Arm. Dann macht Mama hier zu und dann geht's los. Was habe ich gesagt? Die kleine Motte ist eingeschlafen und hält noch die Püppi in der Hand. Dafür ist dieser Maxi-Cosi Pearl, den haben wir ja. Total gut, weil man den in so eine Liegeposition stellen kann. Und da ist sie so eingeratzt. Ich werde mir jetzt Mila schnappen und dann gehen wir zu meiner Mama. Wir mussten hier gerade ewig suchen nach einem Parkplatz, weil da vorne eine Baustelle ist und Einbahnstraße. Und naja, wir haben jetzt was gefunden. Und ja, wie gesagt, wir werden jetzt noch einen netten und entspannten Nachmittag bei meiner Mama verbringen. Und dann werden wir uns die Tage wiedersehen. Eventuell sogar schon morgen. Und ja, ich mag die kleine Mausi gar nicht wecken. Aber jetzt hat sie auf jeden Fall eine gute halbe Stunde geschlafen. Das ist schon mal gut. Und ja, wie gesagt, wir verabschieden uns, vor allem wir. Mila schläft.
Aber im Namen von Mila sage ich auch tschüss. Wir sehen uns auf jeden Fall die Tage. Wie gesagt, eventuell morgen. Bis dahin. Tschüss. Eigentlich hatte ich den Vlog ja schon beendet, aber ich wollte noch mal ganz kurz auf die Wickeltasche eingehen, um wirklich euren Fragen gerecht zu werden, weil dazu kam halt eben eine Frage. Und das kann ich auch absolut nachvollziehen, dass man da vielleicht möglichst viel wissen möchte, bevor man sich so eine Tasche anschafft, die eben nicht nur vielleicht 20 € kostet. Und ja, wie gesagt, ich habe sie heute das erste Mal ausgetestet, deswegen ist das eben nur so ein kurzes Feedback dazu. Ich finde, und meine Mama war auch wieder total begeistert, auch von der XL Shopping Bag. Die kam überhaupt nicht drauf klar. Sie sagt, oh, was ist das denn für eine tolle Erfindung? Das ist ja richtig sinnvoll. Und auch bei der Tasche, sie so, ach, die nimmst du jetzt nur noch, ne? Also auch als Handtasche, weil ich finde, die kann man gut so tragen. Achtung, Mila, komm mal her. Also ich hatte sie jetzt auch nur an diesen Henkeln und da kann ich sie halt auch gut so über den Arm hängen. Ich kann euch mal zeigen, wie groß die ist. Also so sieht die aus, also das ist so die Größe und da ist jetzt wirklich alles drin und da ist noch gut Platz, muss ich sagen. Und was ich einfach richtig genial finde, dass die halt so viele Fächer hat, habe ich ja gesagt. Aber dann hat die zum Beispiel, hatte ich das vorhin gezeigt, hier so ein Handyfach und ich glaube hier ist das, da hat sie für einen Schlüssel zum Beispiel so einen extra Anhänger, den man dann hier auch immer abmachen kann. Finde ich auch irgendwie total cool. Und halt in der Tasche einfach wahnsinnig viele Fächer. Also wirklich mit Reißverschluss und ohne. Und ja, also der erste Eindruck ist wirklich sehr gut. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, also so viel dazu. Wenn ihr noch Fragen habt, fragt einfach. Dann versuche ich in den nächsten Vlogs nochmal drauf einzugehen. Und Mila hat da schon wieder ihr Trinken hier aus der Tüte gefischt. Wir waren nämlich noch kurz bei Rossmann. Da habe ich nochmal dieses von Baby Dream, dieses Tee und Saft geholt. Weil momentan trinkt sie nicht mehr so gut. Also gerade bei der Erkältung ist es ja eigentlich wichtig, viel zu trinken. Und dann mache ich eben so einen Schuss von diesem hier mit in ihre Flasche. Und dann verdünne ich das ein bisschen mit Wasser. Ne? Dann trinkst du zumindest ein bisschen besser. Ja, aber Mila ist auch echt müde. Also die hat jetzt ja auch nicht so viel geschlafen. Deswegen gibt es gleich ein frühes Abendbrot und dann geht's ab ins Bettchen, ne? Ich werde mich jetzt gleich nochmal um meine Augenbrauen kümmern. Also nochmal mit einem feuchten Wattepad so ein bisschen abwischen und nochmal mit Vaseline drüber gehen. Also das ist so die Pflege heute stündlich und ab morgen dann dreimal am Tag. Das habe ich das letzte Mal auch gemacht und das hat sehr gut geklappt und es hat ist sehr gut abgeheilt. Und ja, also auch am Ende des Tages heute bin ich noch sehr, sehr zufrieden damit. Wäre auch blöd, wenn nicht, ne? Aber ach, das hat sie echt so toll gemacht. Also Eski, wenn du das sehen solltest, vielen Dank nochmal an dich. Und ja, wie vorhin schon gesagt, alle Kontaktdaten werde ich euch nochmal in die Infobox schreiben. Und jetzt werden die Mausi und euch uns, wie gesagt, noch einen entspannten Abend machen. Ich beende den Vlog jetzt aber wirklich, weil der Akku ist auch jeden Moment alle. Und ja, entweder sehen wir uns morgen oder übermorgen. Ihr werdet es sehen. Bis dahin. Tschüss. Sagen wir tschüss, Mila. Machst du winke, winke? Winke, winke. Oh, Mama, winke, winke, mein Schatz. Ja, winke, winke.